Die Mitglieder der Tierwelt können einen genauso verblüffen wie manche Menschen. Zum Beispiel haben die Tiere in dieser Zusammenstellung eindeutig große Schwierigkeiten, den richtigen Gegner zu wählen. Hier ist ein unglaublicher Kampf zwischen einer Katze und einem Kojoten zu sehen, bei dem die rothaarige Katze ihr Zuhause und sich selbst furchtlos vor einem dreisten Tier schützt. Der Selbsterhaltungstrieb dieser Gazelle setzte ein und es gelang ihr im Alleingang, eine Gepardenfamilie zu entkommen. Und dieser Schafbock hat seine Fähigkeiten wirklich überschätzt und bekam einen Ritt auf riesigen Hörnern. Der Hund hatte offensichtlich nicht damit gerechnet, dass der Biss eines Murmeltiers schmerzhafter sein würde als sein eigener. Der Oktopus hat die Krabbe lange Zeit schikaniert, aber Karma kann einen auch unter Wasser erwischen. Diese Gans ist versehentlich in einem Käfig mit zwei Tigern gelandet, hat aber nicht klein beigegeben und den großen Katzen gezeigt, wer das Sagen hat. Ein Stinktier hat sich an der Nase dieses armen Impalas festgekrallt, dem es wohl in seinem Leben an Adrenalin mangelte. Ein unglaublicher Kampf zwischen einem Nerz und einem Schwan. Der kleine Nager schnappte sich den Kopf des Vogels, aber der Schwan konnte entkommen. Dieser Welpe wollte unbedingt mit einer Krabbe befreundet sein, aber das Krustentier hat ihm deutlich gezeigt, dass das keine gute Idee ist. Größe spielt nicht immer eine Rolle. Dieser Otter zum Beispiel hat einen Jaguar großen Schaden zugefügt. Dieser hatte eindeutig nicht damit gerechnet, dass er das Opfer sein würde. Du bist nicht du selbst, wenn du hungrig bist. Und dieser Pitbull hat sich nicht die leichteste Beute ausgesucht, weshalb er in die Luft flog. In freier Wildbahn kreuzen sich die Wege dieser beiden Spitzenprädatoren nur selten, aber in einer kleinen Zirkusarena beschlossen diese beiden Katzen, herauszufinden, wer der Stärkere ist. Diese Katze beschloss, ein Pferd zu besteigen. Aber eine Taube spazierte friedlich am Ufer entlang und rechnete nicht mit einem derartigen Angriff eines Welses. Aber das Glück war an diesem Tag auf der Seite des Vogels. Zwei Alligatoren wollten nicht denselben Raum teilen, was zu einem brutalen Kampf führte. Sieht so aus, als ob er im Wasser weiterging. Welcher von ihnen hat wohl gewonnen? Eine Hyäne wollte einen Esel jagen, aber am Ende war es genau andersherum. Ein riesiger Adler genoss seine Beute, bis ein Kojote beschloss, sie sich zu schnappen. Der Kojote hatte eindeutig nicht mit einem solchen Widerstand des Vogels gerechnet. Ein Krokodil wollte sich ein Stück Schweinefleisch gönnen, aber das Wildschwein beschützte seine eigene Familie und zwang das Reptil zu einer Diät. Wenn du ein lustiges Leben haben willst, besorg dir vier Katzen und eine Gans. Der Vogel wird den Katzen immer zeigen, wer das Sagen hat. Dieser Esel machte den Hunden, die ihn angreifen wollten, sehr deutlich, dass die beste Art der Verteidigung Angriff ist.
Und dieser Pinguin beschützt seinen Nachwuchs vor den Riesensturmvögeln. Dad lashes the attacker. Eine Möwe wollte einer Robbe das Futter stehlen, aber wurde sofort für ihre Dreistigkeit bestraft. Dieses Krokodil wählte den falschen Gegner, als es beschloss, einen riesigen Elefanten anzugreifen. Der Riese warf das Raubtier mit seinen Schalen zu Boden und kehrte in aller Ruhe an Land wieder zurück. Diese Katze hat sich entschieden, aus dem falschen Aquarium zu trinken. Es sieht so aus, als ob dieser Fisch Kung-Fu kann. Diese Python muss auf der Suche nach Nervenkitzel gewesen sein. Oder besser gesagt, nach Nervenpieksern. Ja, okay, ich geh mich wegwerfen. Und hier ist ein Moment, in dem sich ein bedrohliches Raubtier als Opfer entpuppt. Ein Oktopus griff einen Hai an und hielt ihn mit seinen Tentakeln fest. Die Leute, die Wolverine aus X-Men erschaffen haben, müssen sich von diesem Filmmaterial inspirieren lassen haben. Dieses Huhn verteidigt seine Küken so heftig gegen einen Raubvogel, dass der Adler seine Entscheidung 100-mal bereut haben muss. Die Gänsemafia hält die gesamte Viehherde in Angst und Schrecken und lacht sogar über ihre Verzweiflung. Und das hier ist ein ernsthafter Streit zwischen zwei Schafböcken. Verschiedene Hörner, dieselben Tricks. Und diese Stiere haben MMA-Kämpfe. Sieh dir nur diesen Wurf über die Schulter an. Erstaunliche Technik und schöne Leistung. Dieser Adler griff eine Bergziege an und schnappte sie mit aller Kraft. Aber die Ziege wollte wohl unbedingt leben. Auch Tiere haben lästige Nachbarn. Und manchmal wünschte ich, ich könnte mit meinen genauso umgehen. Der Hund wollte das fremde Tier unbedingt kennenlernen. Aber die Schildkröte ist anscheinend sehr introvertiert. Dieser Hund hat sich mit der falschen Katze angelegt und ist sehr schnell bereut. Und dieser Hahn beherrscht Karate und nutzt es voll und ganz zu seinem Vorteil. Dies ist ein Kampf der männlichen Ochsenfrösche um die Aufmerksamkeit der Weibchen. Diese Hyänen griffen ein Kudu im Wasser an, weil sie sich darauf verließen, dass das Tier zahlenmäßig überlegen war. Aber sie wurden eindrucksvoll zurückgeschlagen. Diese seltene Schildkröte wollte unbedingt eine Krabbe probieren, aber ihre Krallen waren überzeugender als der Appetit der Schildkröte. Der Mutterinstinkt ist auch bei Tieren stark ausgeprägt. Dieses Huhn verteidigt seine Küken vehement gegen zwei Kobras. Dieser Moment, wenn ein großes, furchterregendes Krokodil zur leichten Beute für den Leoparden wird. This extraordinary act of predation was filmed by a tourist in Brazil's Pantanal.
Und dieser mutige Adler beschloss, sich auf die Jagd nach Krokodilbabys zu machen. Doch deren Mutter machte den Vogel fast zu ihrem Abendessen. Eine Löwin griff diese Antilope an, aber die Verstärkung kam gerade noch rechtzeitig. The juvenile predator was about to complete a kill before a giant male buffalo intervened to save his friend from certain death. Um sein Territorium zu verteidigen, griff dieser Tiger ein riesiges Krokodil an und deutete an, dass die Echse wegbleiben sollte. Do you think there was animosity there that she actually felt? Zwei Hyänen griffen ein großes, geschwächtes Nilpferd an. Hoffen wir, dass es entkommen konnte. Dieses Kaninchen verteidigt seinen Nachwuchs vor der Schlange. Und nach einem solchen Angriff bezweifle ich, dass sich die Schlange jemals wieder einem Kaninchen nähern wird. Tja Leute, hat euch das Video gefallen? Dann klickt noch auf den Gefällt-mir-Button und abonniert unseren Kanal, um noch mehr spannende Inhalte zu sehen.